und meine Freunde. Wir sind gerade auf dem Weg zum Wildbach-Wasserfall. Wir sind jetzt schon übrigens hier auf 1200 Meter Höhe von unserer Ferienwohnung aus und wir nehmen euch mal mit jetzt auf die Wandertour. Da oben ist unser Balkon, da sitzen wir immer. Und da ist der Wasserfall, da müssen wir hin. Das sind circa 4 Kilometer. Da ist der Breitbach. Da müssen wir gleich runter und über die Brücke rüber gehen. Da ist die Breitbachbrücke. Da gehen wir jetzt rüber. Eichhörnchen am Start hier. Da seht ihr es. Ich habe ein bisschen Angst. Da haut er ab, der Kleine. So, der erste Ritt ist geschafft. Sind schon ein ordentliches Stück gelaufen. Und da ist unser Ferienhaus. Die Bergspitzen haben übrigens eine Höhe von über 2000 Metern. Nur zur Info. So, erstmal die Jacke ausgezogen. Kommt man ganz schön schwitzen bei den Höhenunterschieden. 2 Kilometer haben wir jetzt geschafft, die Hälfte. Und jetzt geht's weiter. Trifft man die Kühe auf dem Wanderweg. Und hier kann man unser Ferienhaus noch sehen. Das ist da. Da sitzen wir mehr auf dem Balkon. Wir können auch hierher gucken, wo wir jetzt sind. So, kleine Pause hier. Da vorne seht ihr den Schnee liegen. Nicht weit weg von uns. Und das im Juni. Und ich schwitze. Da hinten ist der Wasserfall schon zu sehen. Wir kommen immer näher. Da seht ihr ihn fließen. So, Brücke über dem Bach. Das Wasser ist richtig klar. Das könnt ihr sogar trinken, ohne Bedenken.
seht ihr den Wildbach-Wasserfall. Leute, guckt euch mal die Schneeschicht hier an. Und das im Juni. Da hinten sind noch zwei Wasserfälle am Start. Da hinten sind irgendwelche Tiere im Schnee zu sehen. Mal die Aussicht hier an. Richtig geil. Der Weg wird immer steiler und schmaler. Und wenn ihr nach rechts guckt, habt ihr diese Aussicht. Da ist er, der Wildbach-Wasserfall zu sehen. 1 Minute 37 Sekunden später. So, wir sind angekommen, Leute. Da ist er. 40 Meter in die Tiefe geht der Wasserfall. Sieht schon geil aus. Dazu noch diese Aussicht. Besser geht's nicht. Eine Ewigkeit später. So, nochmal genießen hier und dann geht's wieder runter ins Tal. Da ist unser Weg zurück. Leute, da oben waren wir gerade. So, auf dem Weg zurück. In unsere Ferienwohnung. 6 Kilometer wieder zurück. Der Hintergrund ist richtig geil. Der Bach fließt hier. Alles grün. Richtig nice. Wir sind übrigens 6 Kilometer bis zum Wasserfall gelaufen. Nicht 4, noch was wie Google Maps das angezeigt hat. Aber hat sich auf jeden Fall gelohnt. So, Leute. Gleich geschafft. Da waren wir eben gerade noch, da hinten. 10,5 Kilometer später. Ja, insgesamt weit über 10 Kilometer jetzt. Irgendwann später. So, wir sind wieder zurück. Und ich würde sagen, perfekt abgepasst. Hat gerade nämlich ordentlich angefangen zu regnen. Und da hinten waren wir. Auf einer Höhe von 1600 Metern, circa. 400 Meter Höhenunterschied zu hier. Das zieht sich da hinten immer mehr zu, Leute. Guckt euch das mal an. Jetzt erkennt man den Wasserfall gar nicht mehr. So, nach der Tour beende ich den Vlog jetzt. Ich hoffe, das Wandervideo hat euch gefallen. Haut drin und bis dann.